Ich finde es blöd, dass ich sie nicht direkt reinporten kann in die Küchen, also per Rechtsklick. Ich kann sie zwar so reinporten, indem ich sie anwähle und auf Porten klicke, aber nicht direkt. Das finde ich etwas doof. So, Squad 2 zieht los. Wir schaffen mir Materialien. Ich brauche immer noch den einen Punkt für Frieden und Beute. Wo kriege ich den her? Aus noch zwei Überfällen wahrscheinlich. Oder aus Fallen. Das werde ich ja sehen. Was fehlt mir eigentlich noch? Einräumen noch das Arcanum. Arcanium eigentlich. Schatzgrube und so weiter. Und noch mehr Vorratskammern. Hier wäre noch eine Truhe, aber ich möchte mich von nirgendwo aus da reingraben. Ich grab mich von unten aus da rein. Okay. Schicken wir aber Trupp 1 noch. Obwohl Schatzüberfälle sind immer so schwierig. Warten wir lieber, bis ich einen Recken habe für Trupp 1. Dann schicken wir Trupp 1 los, um mir Schätze zu besorgen. Weil dann kriege ich auch den DC-Point für die Schätze. Ah, wir können wieder Pilze umwandeln. Und haben genug für einen Recken. Schmiede ist besetzt. Oh, wir können wieder Imps rufen. Demonum Explosio! Das ist immer wichtig. In Strategiespielen ist es wirklich immer wichtig, die Maximalzahl an Arbeitern zu haben. Wenn es eine Maximalzahl gibt, wenn es keine Maximalzahl gibt, dann sollte man so viele Arbeiter wie möglich haben. So. So. Ah, die ist hier für Gegenstände herstellen. Auch sehr schön. Ah, schalte ich die auch schon mal frei. Und ruf mir jetzt... Ah, rufe ich mir gleich mal eine von denen. Die finde ich nämlich irgendwie besser als die Schamanen. So, du gehst da rein. Du gehst da rein. Und die geht beide mal trainieren. So. Ich könnte mich schon mal dran machen, mir kostenlose Einheiten zu beschaffen. So. Heroes are entering your dungeon. Ja, ihr Helden für den Extraktor. Das heißt, ich muss die beiden leider mal wieder freistellen. Damit sie mir die beiden Helden in den Extraktor stecken. Du da hinten nervst, so. Und weg mit dir. Sehr gut. Frischfleisch für den Extraktor. Frieden und Beute ist freigeschalten. Als nächstes auf den Taurus spar. Nee, aufs Arcanum. Also würde ich sagen, ich schalte erstmal die beiden Sachen frei. So, ich brauche Gold und ich brauche noch mehr Materialien. Gold, habe ich gesagt, ist hier. Materialien sind hier schon wieder verfügbar. Wandeln wir mal um, dass ich nenne. Das passt da oben nicht hin. Ich könnte dahin eine setzen. Nee. Hier unten passen die gut hin. So, setze ich mal da eine. Hin. So, sieht alles okay aus. Ja, die kommen schon beide wieder zurück. Arcanium und dann
würde ich fast schon am liebsten den Schreckensfürsten als nächstes freischalten. Aber nee, ich wollte ja erst die beiden Sachen mal freischalten. Überfallerfolg, die ist hier für Überfälle erhalten. Auch sehr schön. Gegenstände herstellen, Einheiten ausrüsten. Das bringt auch ziemlich viele Punkte ein. Dann würde ich mal sagen, ich rüste alle meine Einheiten mit Rüstungen aus. So. Und hab genug für das Arcadium. Ich denke mal, Trupp 1 kann ich jetzt sogar auf einen großen Material, auf eine große Material, einen großen Materialüberfall schicken. Wenn ich ihnen dabei helfe. Ja, zwei Mechaniker, das ist Peanuts. Wow, wow, wow. Könnte mal einer verhindern? Ja, zum Glück. Jetzt kloppt sich der Ingenieur mit dem Nahkämpfer. Das wäre nämlich jetzt ziemlich blöd gewesen, wenn mein Stufe 3 Speer jetzt auf einmal tot gewesen wäre. Na, für einen Stufe 3 Trupp gibt es dann noch einen DC Point. So, für Sarkanum habe ich nicht genug. Ich hätte allerdings genug für die zweite Vorratskammer. Und ich könnte weitere Pilze umwandeln. So. Habe ich das Sarkanum jetzt eigentlich freigeschalten? Ja, habe ich. Das baue ich hier unten hin. Fehlt mir eigentlich sonst noch irgendetwas? Ich habe da oben Spelunke, ich habe hier alles. Hier habe ich auch alles. Extraktor habe ich da hinten hingebaut, wo er böse ist. Ja, ich denke, ich habe alles. Also das Arcanum. Hier so hin und dann vom Arcanum aus kann man dann später meinen... meinen Monsterbau erreichen. Wann kriege ich wieder Arbeiter? Erst auf Stufe 6. So, dass ich das Fallen, den Fallenpunkt hier kriege. Überfälle verschiedene Räume. Den Punkt kriege ich dann als nächstes wahrscheinlich. Demnächst hoffe ich mal. So. Wie sehen meine Truppen aus? Hungrig. Dann würde ich mal sagen, es ist Zeit, dass wir uns hier durchgraben. Oh, wir sind jetzt dann schon Stufe 5. Das passiert immer so schnell, dass ich es nicht wirklich mitkriege. Ab Stufe 8 kann den Dungeon große Heldengruppen anlocken, also vierer Heldengruppen wahrscheinlich. So. Hier läuft noch jede Menge Gewusel rum. Aber durch das meiste kann ich mich eigentlich durchkloppen. Kobolde sind nämlich... Genau, Kobolde sind... Selbst mit Stufe 3 nach 3 Schüssen tot. Weg. Genau. So.
jetzt erstmal die Jungs hier wegprügeln. So, und dann würde ich sagen, buddeln wir uns gleich mal hier hoch. Rache, Geister und Skelette sind eigentlich auch eher harmlos. Genau. I feel the need. Ah, aber der Stufe 3 Rachegeister, der könnte etwas Böseres sein. Aber ich glaube, das dürften meine Truppen schaffen. Vor allem, wenn ich ihnen allen Waffen gebe, was ich ja jetzt kann. Bei den ganzen Materialien, die ich habe. Und Pilze in Materialien umwandeln. So. Kann ich bald die Schatzgrube bauen, die ich brauche. So. Oh, how tedious. I have wings, don't I? Oh, da kommen welche. Da habe ich Rachegeister geweckt, aber die sind auch immer noch alle harmlos. Und Skelette sind sowieso irgendwie harmlos. So. Letzter Trupp und wir haben wieder 4 Punkte freigeschalten. Heroes are entering your dungeon. Schreckensfürst, würde ich sagen. Helden. Für den Extraktor mal wieder 2 Alchemisten. So, verklopft die Helden, Alchemisten für den Extraktor. Sehr gut. Und jetzt heißt es Truhe plündern. Oh, ein Albino-Rattenmensch. Das ist die ungemütliche Sorte. Vom Gegner. Weil der diese kleinen Wichtel da beschwört. Obwohl am schlimmsten ist eigentlich der Schreckensfürst, der in der Truhe stecken kann. Und es war wohl kein Gold darin. Hm. Das ist auch kein Problem. Trupp 1 holt Gold. Trupp 2 holt Materialien. Bald zurück zum Eingang. So. Wie sieht's mit den DLCs für Fallen aus? Noch 3 Stück. Hm? Und nochmal ein Hühnchen. So, jetzt habe ich das für Fallen auch abgeschlossen. Einheiten ausrüsten. Ja, fehlen noch 3 Stück. Schreckensfürst, dieser komische Schamane, den könnte ich eigentlich auch schon mal einen ausbilden. So, ein Schamane. Schreckensfürsten kosten Pilze. Ich hätte gerne jetzt schon mal 2 von den Jungs. Und dann fehlt mir noch ein Priester. Dann kann ich nämlich meine Squads ein bisschen umschlichten. Ich habe zurzeit wahrscheinlich keine freien Imps. Ne, dafür muss ich warten, bis ich wieder... Hey, 3 Punkte. Jetzt könnte ich die Fallen freischalten, aber ich glaube, jetzt spare ich auf den Minotaurus und das hier. Und ich weiß gar nicht, ob ich die Fallen freischalten sollte. Ich überlege gerade. Hier kriege ich noch 1 Punkt raus. Hier noch 4, macht 5. Hier noch 2, macht 7.
Hier kriege ich noch mindestens 3 raus, macht 10. Und hier nochmal 3, 13. Okay, Dungeon Stufe 6. Dann muss ich gleich nochmal neu rechnen. 3. 2 macht 5. Macht 7. Macht 11. 12. Also könnte ich noch 3 Vierer Sachen freischalten. 1, 2, 3. Ja, perfekt. Tja, da müssen die Fallen halt dafür herhalten. So, gut. Was genau wollte ich jetzt? Ich wollte da so einen reinstopfen. Dich da raus, dich da rein, dich da rein. Training. Und dann brauche ich noch einen Priester. Oh, und ich kann die 2 Teufel rufen, die ich brauche. Ich sagte, du gehst da spielen und du gehst auch da spielen, dass ich kostenlose Einheiten kriege. Und für das Gebäude brauche ich noch... Da muss ich warten, bis ich 50 Pilze zusammen habe. So viele Pilze kriege ich ja zusammen. Ja. Dann kommt hier unten irgendwo noch eine Schatzgrube hin. So. Ah ja, Pilze. Und Schatzgrube. Machen wir sie mal hier hin. Gut. Dann wäre das schon mal erledigt. Trupp 1. Geht mal kurz was essen. Dann schicken wir die nochmal auf den kleinen Materialüberfall. Obwohl, schicken wir sie gleich auf den 2er Materialüberfall in der Nähe. Den da oben am besten. Den Trupp essen schicken und Trupp 3, den schicken wir einfach mal so essen. Gut.